Ich suche hier gerade mal, was man denn jetzt am besten für die Inneneinrichtung verwenden könnte. Also wir haben ja jede Menge verschiedene Sitze. Ich möchte ja eigentlich nicht so eine Treppenstufe jetzt als Bank verwenden, als quasi Kirchenbank oder Kapellenbank verwenden, sondern wäre jetzt schon ganz nett, wenn man auch wirklich einen richtigen realen Sitz dann auch verwenden würde, wo man sich draufsetzen könnte. Also das, was ich jetzt nicht ganz optimal finde, aber das ist, glaube ich, eigentlich ziemlich egal, dass jetzt alle Sitze eine weiße Sitzfläche haben, alle Hocker. Aber ich denke mal, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir müssen jetzt nur das passende Holz dafür finden. So eine ganz große Auswahl haben wir nicht, aber ich würde sagen, mit so einem Eichensitz kommen wir eigentlich ganz gut klar. Was brauchen wir denn dafür? Also das Übliche hier. Müssen wir allerdings noch ein bisschen weiße Wolle holen. Die haben wir jetzt, glaube ich, nicht mitgenommen. Aber solche Sitze, die können wir, denke ich mal, ganz gut verwenden. Und guck noch mal, lass uns doch mal eben einen kleinen Blick in den Rucksack werfen, was wir dann eigentlich drin haben. Also an Wolle haben wir hier jetzt eigentlich gar nichts mitgenommen. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal los, nochmal zum Haus und holen uns die entsprechenden Zutaten. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich einmal gucken, wie das hier mit den Laternen wirkt. Diese Fackeln stören jetzt so ein wenig, die packen wir einfach mal weg. Also am besten alle Fackeln, die verwenden wir ja auf jeden Fall teilweise noch, aber so wirkt es doch schon recht cool. Sieht ein bisschen ritterlich aus. Und das Ganze wirkt schon ein wenig, ich denke, ein wenig stimmungsvoll wirkt es schon. Und das ist doch was sehr Schönes. Vielleicht gucken wir uns das auch gleich nochmal von draußen an. Aber wir haben auch die richtigen Ketten jetzt gewählt. Also diese Filigranen, das hätte vermutlich nicht ausgesehen. Wir gehen noch mal einmal hier auf die Öfen, wie das von hier aus aussieht. Man muss es wahrscheinlich eigentlich von weiter weg noch mal sehen, da wir sowieso nach Hause müssen, um noch ein bisschen Wolle zu holen. Natürlich, jetzt sind natürlich gleich wieder Monster unterwegs. Aua! Ja, genau, du schießt mich jetzt auch von allen Seiten, ne? Von allen Seiten. Ist doch echt nicht mehr feierlich. Wo ist er? Meine Güte. Also ehrlich. Schon wieder was. Es ist unglaublich, wie extrem aufdringlich die Monster sind, wenn man mal einmal ein bisschen nachts unterwegs ist, ne? Mega aufdringlich. So, wir haben uns aber nicht unterkriegen lassen und schauen uns jetzt die Kirche nochmal aus der Entfernung an. Also jetzt sieht, man muss sich das ja auch mal im Dunkeln angucken, man kann nicht immer nur tagsüber unterwegs sein. Und von hier aus könnte das eigentlich ganz nett aussehen. Jetzt hatte ich gedacht, dass man so ein bisschen das Licht in den Fenstern sieht. Tut man aber gar nicht. Nee, also die wirkt total dunkel. Soll sie auch eigentlich. Also das Licht soll ja eigentlich gar nicht so da rausscheinen. Mit den Bäumen müssen wir auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht sogar noch mehr Bäume vorsetzen. Aber von hier aus wirkt es eigentlich schon recht baumreich. Damit können wir uns, glaube ich, erstmal zufrieden geben. Jetzt legen wir uns erstmal schlafen. Nachts jetzt müssen wir erstmal nicht mehr arbeiten. Es regnet sowieso. Bei Regen macht das alles eh nicht so viel Spaß. Deswegen einfach mal hingelegt und den nächsten Tag abgewartet. Ich glaube, wir hatten in der Truhe auch noch einiges an Schafswolle drin. Mal gucken. Hier ist noch etwas weiße Wolle drin. Allerdings so viel ist es auch nicht mehr. Ich glaube, wir werden da mal gerade so ein bisschen was herstellen aus Baumwolle. Auf Schafe stellen habe ich nämlich jetzt nicht so die Lust. So, dann gucken wir mal, dass wir das eben mal über die Bühne kriegen. So, zack. Und dann Wolle. Zack. 10 Wolle haben wir. Ich glaube, viel mehr brauchen wir dann auch gar nicht. Und da sind wir wieder. Ich würde sagen, wir fangen mal mit diesen Sitzen jetzt hier an. Wir haben noch ein bisschen Wolle, wie gesagt, dabei und haben ja auch, jetzt gucken wir doch mal gerade,
Holzmäßig. Wie sind wir denn da eigentlich bestellt? Himmelseichenholz möchte ich dafür nicht verwenden. Ist mir zu warm vom Farbton her, persönlich. Eichenholz ist das schon ein bisschen besser. So, die Steine packen wir erstmal wieder weg. Ich glaube, den Glowstone, das brauchen wir auch erstmal nicht mehr. So, das Eisen, keine Ahnung. Erstmal hier rein, dass wir ein bisschen Platz haben und uns auch bewegen können. Baumwolle habe ich jetzt hier so mitgenommen. Jetzt nochmal hier geguckt. Wolle. Eine Stufe. Eine Druckplatte. Wolle, Stufe, Druckplatte. Und normale Stöcker. Stöcker haben wir doch eigentlich auch noch dabei gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Wo sind die denn wohl? Hier sind sie nicht drin. Doch, wenn sie da drin sind, dann machen wir uns einfach welche, ne? Birkenholz. Das ständige Knappheit an Stöckern. So, jetzt haben wir erstmal genug. Druckplatten brauchen wir auch. Druckplatten können wir auch aus Birkenholz herstellen. Das verwende ich immer ein bisschen lieber als das Eichenholz. An Eichenholz kommt man irgendwie nicht so leicht dran wie an Birken, weil man die teilweise immer so kompliziert fällen muss. So, was haben wir denn hier? Dann jetzt mal zwei Druckplatten herstellen. Dann hätten wir, ganz oben hätten wir Wolle. Dann haben wir das. Dann haben wir die Druckplatten. Und rechts und links müssten wir die Stöcker. Ne, Moment, das war anders. Es war doch etwas anders. Es war nämlich genau genommen so. Ach, die kommen nach unten. Tropenholzstufe. Ach nee, da müssen Holzstufen hin. Holzstufen. So läuft der Hase. Wie brauchen wir denn davon? 12? Druckplatten machen wir auch noch ein paar. 2, 3, 4, 5. Ne, Moment, 4 reichen. Dann haben wir nämlich 6 von denen. Tropenholzstufen haben wir auch. Und oben kommt Wolle. Naja, gut, und unten haben wir dann eben die Stöcker. Und dann passt das auch. Das passt immer noch nicht. Ah, na, Moment. Entschuldigung, das war natürlich auch jetzt völlig ungeschickt. Da muss natürlich die Wolle hin. So. Und damit haben wir Hocker. 2 Hocker haben wir. Wir probieren es erstmal mit diesen beiden Hockern, wie das überhaupt wirkt. Man weiß das ja nicht so genau. Das sollen wir auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Hier vorne irgendwo muss ja dann so eine Art Altar auf jeden Fall sein. Und sagen wir jetzt mal, damit wir ein bisschen Platz haben. Okay, in der Reihe kann man die, dass da eine Art Bank draus entsteht, das funktioniert nicht. Das funktioniert nur bei Tischelementen. Dass wenn man mehrere Tische aneinander reiht, dass dann ein längerer Tisch entsteht. Aber diese Hocker sind immer einzeln. Die sind immer einzeln. Jetzt haben wir 10 Sitze insgesamt. Ich habe die hier nochmal abgebaut. Weil ich mir so ein bisschen unsicher bin mit der Entfernung hier. Ab wann man damit loslegen sollte. Also ganz hinten sollte man ja vielleicht in der letzten Reihe anfangen mit den Sitzen. Insgesamt braucht man aber auch nicht so viele. Vielleicht brauchen wir hier in diesem hinteren Bereich überhaupt nichts. Vielleicht fängt man einfach wirklich hier bei der Tür an und macht da hinten noch irgendwas anderes hin. Vielleicht ein paar Bücher oder sowas. Dann könnte man hier im Grunde genommen direkt hinter der Tür anfangen. 1, 2. Auf der anderen Seite auch 1, 2. Und dann sind wir aber schon sehr nah. Oder man macht das wirklich so. Näher sollten die nicht sein. Und dann hier noch eine Reihe. Wir haben ja auch nicht so viele eigentlich, ne? Wir haben ja wirklich nur jetzt Wolle, haben wir jetzt nicht so viel dabei gehabt. Sonst könnte man hier auch noch was hinsetzen. Da und dort. Nein, ich glaube, das brauchen wir nicht. Das ist schon zu viel. Hier machen wir noch irgendwas anderes hin. Das brauchen wir gar nicht. Das lassen wir so. Und was man jetzt noch gut davor machen kann, ich würde sagen, wir setzen die sogar noch eine Reihe weiter nach hinten, denn wir wollen da noch was vormachen. Und zwar 1, 2, also hier kommen die dann hin. Hier. Und hier.
Und da wirkt das Licht wieder so ein bisschen. Was wir jetzt hier sehr gut machen können, ist, dass wir mit dem Zaun des Zimmermanns arbeiten. Ich glaube, damit können wir ganz gut, so wenn man so kniet und so weiter, dann kann man, glaube ich, sehr gut hier mitarbeiten. Wir müssen gleich mal gucken, wie das aussieht. Das kann man ja mit dem Hammer noch verändern. Also draufsetzen kann man sich auf jeden Fall, das ist kein Problem. So. Und jetzt nehmen wir den Hammer. Und ich glaube, wir legen uns erstmal schlafen, oder? So ein bisschen Angst. Nach diesem Zwischenfall mit den Monstern gerade, die total aggressiv sind irgendwie. Die mir aggressiver vorkommen als sonst. Sollten wir das vielleicht vermeiden? Vielleicht sollten wir auch irgendwann mal eine Tür reinbauen. Das wäre sicherlich auch ganz sinnvoll. Okay. Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist er? Da ist der Hammer. Mit dem Hammer kann man dieses... Ja, wunderbar, diese Blöcke des Zimmermanns ja wunderbar bearbeiten. Okay, das sieht ein bisschen behindert aus. Das lassen wir. Also das Einzige, was da in Frage kommt, wäre das... Da müssen wir es mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Wie gesagt, auch eine ganz neue Erfahrung. Sowas in dieser Richtung habe ich sonst noch nie gebaut. So Kirchen und so, wenn wir das mal gebaut haben, dann war das eher immer im Vanilla-Minecraft, aber noch nicht in Life in the Woods, wo die Möglichkeiten ganz anders sind. Und da muss man dann eben auch mal schauen, wie diese Sachen so auf einen wirken. Es sieht jetzt nicht wie ein Zaun aus. Gut, diese Hocker sind einfach ein bisschen heller. Das wussten wir ja. Das Holz insgesamt sollten wir auch noch ein bisschen dunkler machen. Wenn wir hier mit Eiche arbeiten, sollten wir das komplett auch tun. Das bedeutet, hier müssten wir das nochmal mit Eichenholz bearbeiten. Dann wird das auch alles noch etwas dunkler. Anderes Holz macht jetzt hier auch gar keinen Sinn. Jetzt überlege ich mal gerade. Hier kann man doch noch... Kann man hier nicht wunderschön jetzt auch Kerzen draufpacken? Diese weißen Kerzen, würden die da nicht aussehen? Das könnte man doch machen. Das sieht doch irgendwie interessant aus. So. Jetzt sind die allerdings ziemlich weit vorne. Hier hinten ist das Kreuz. Eigentlich müsste man jetzt fast hier den Altar hinsetzen, weil hier das große Kreuz ist. Das könnte man ja auch machen. Man könnte das ja auch umgekehrt machen. Man muss es ja, glaube ich, nicht immer in Richtung Turm bauen. Man kann es ja auch andersrum machen, oder? Weil hier haben wir natürlich jetzt viel mehr Platz für den Altar. Da müssen wir das Ganze natürlich drehen, dass die Hocker hinter dieses Ding kommen. Dann wird das auch möglich sein. Dann wäre das halt nur andersrum, aber weiß ich auch nicht. Oder man setzt die wirklich hier vorne weiterhin. Ich glaube, wir machen das von der Aufteilung noch ein bisschen anders. Und wieder stehen wir an der Truhe. Es ist doch alles gar nicht so einfach, wie man das manchmal denkt. Aber eine Entscheidung ist inzwischen gefallen. Wir haben auch schon was gemacht. Zeige ich sofort. Nur wir wollen noch mal gerade mit dem Altar so ein bisschen gucken, was da möglich ist. Ich glaube, da können wir auch ganz gut diese Blöcke hier verwenden. Und diesen einen hatten wir eben schon gesehen, der so ein bisschen blau ist. Ich glaube, den nehmen wir einfach mal dafür. Und jetzt gehen wir noch mal rein. Und du siehst jetzt gleich, wie es aufgebaut ist. Hier hinten sind ein paar Plätze und das geht dann hier vorne Richtung Altar weiter. Der Altar selber sollte dann hier irgendwie stehen. So könnte man das machen. Und was da dann noch drauf kommt, müssen wir dann schauen. Aber so an dieser Stelle sollte der dann ungefähr sein. Jetzt müssen wir allerdings nochmal eben diese einzelnen Bänke hier, diese einzelnen Reihen hier so ein bisschen kennzeichnen, dass das jetzt auch wirklich Eichenholz ist. Aber ich glaube, so haben wir das von der Aufteilung relativ gut gelöst. Die hier sitzen so ein bisschen weit ab, wenn die ein Gebet sprechen wollen. Aber sonst ist das ja okay. Und zurück zu den Kerzen. Natürlich müssen hier überall Kerzen drauf, was das Ganze noch stimmungsvoller macht. Außerdem verringert das
dann auch noch das Risiko, dass hier in der Kirche was spawnt, denn einerseits haben wir hier oben diese schönen Laternen, andererseits unten diese Kerzen. Und das macht doch schon so ein bisschen was her. Mit dem Altar, okay, gut und schön. Das muss ja jetzt auch alles schlicht, ein bisschen schlichter sein. Das sollte jetzt also nicht mega verziert sein mit irgendetwas, sondern wenn das so schlicht gehalten wird, dann ist das sicherlich besser. So ein paar Kleinigkeiten können wir hier ganz klar noch machen. Wie gesagt, hier habe ich auch noch so mit dem Fenster ein bisschen geliebäugelt. Was haben wir da oben denn? Das muss ja auch noch vernünftig gemacht werden. Da gaben wir uns doch mal gerade hoch. Das ist jetzt nicht so schön. Sehe ich gerade. Ich glaube, die Dinger können wir sowieso abreißen. Die haben wir als Hilfestellung verwendet, als wir den Turm hier gebaut haben. Aber ich glaube, die sind überflüssig. Ja, sind sie. Also die kommen komplett hier raus. Überlege, ob man hier wirklich noch Fenster reinbringt. Hier könnte man nämlich noch so eine Art Glowstone aufhängen. Dann ist dieser Kirchturm hier oben noch etwas heller. Aber gut, wir schauen uns das hier nochmal von draußen an. Diese Kirche soll auch nicht zu hell wirken. Wie gesagt. Aber hier drin könnten wir noch eine schöne Laterne aufhängen. Allerdings nicht mittig, das würde so nicht gehen. Aber vielleicht lassen wir einfach zwei Lampen hier runterhängen. Man kann die ja auch auf unterschiedliche Höhen hängen. Oder wir hängen einfach sowas auf. Wie ist das denn? Nein, das... Ach, nein. Oh nein. Ich weiß ja nicht. Gut, das würde zu diesen Laternen jetzt passen. Aber ich glaube... Ich glaube, da müssen wir was anderes haben. Ich glaube, da verwenden wir lieber unsere anderen Fackeln, die wir eben schon mal gesetzt hatten. Wo sind die denn jetzt eigentlich? Ich glaube, die habe ich in Truhe gepackt. Hier sind sie nicht drin. Nein, die sind in der Truhe draußen. Oder auch nicht. Ach nee, die sind ja hier. Entschuldigung, hier sind sie ja. Ja, das ist manchmal so. Das sieht immer so ein bisschen blöd aus für jemand, der einfach nur zuschaut. Aber bei diesen ganzen Items übersieht man diese Dinge einfach. Diese Fackeln setzen wir jetzt. Ich würde sagen, hier oben hin, das sind die etwas längeren. Das sind die kürzeren. Ich glaube, hier können wir auch ganz gut die kürzeren setzen. Und die längeren setzen wir einfach hier an die Seite. Die Crafting-Truhe kommt hier jetzt weg. Die brauchen wir hier drin nicht. Aber die können, glaube ich, diese Fackeln wirken, glaube ich, hier vorne sehr, sehr gut. Und natürlich muss hier auch ein Kreuz rein. Auf jeden Fall. Hm. Wo hängen wir das denn mal hin? Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Wir können einmal testen, wie das jetzt wirkt. Mit dem Licht. Und man sieht es schon, es wird alles etwas heller. Ja. Das ist sehr nett. Einmal ins Bett. Und dann in die Truhe schauen. Was wir da vielleicht für ein Kreuz dann setzen können. Oder habe ich das jetzt alles genau in der Truhe? Wir können natürlich auch Iron Lattice. Nein, nee, das passt nicht. Aber so ein Grabstein oder so ein Kreuz könnte man da ja setzen. Das ist also ein Grabstein aus dem Nether, den wir mal gesammelt hatten. Sieht jetzt nicht so toll aus, wenn das nicht mittig ist. Hier oben können wir es allerdings auch nicht hinhängen, sonst müsste man zwei Kreuze machen. Eins da und eins da. Habe ich das andere jetzt gar nicht mitgenommen. Ich wollte eigentlich nur eins setzen. Deswegen. Oder man lässt das hier oben irgendwo von der Decke runter baumeln. Weiß ich auch nicht so richtig. Oder man macht es hier hin. So. Dann ist es zwar nicht mittig, aber man sieht es auf jeden Fall. Na gut. Okay.